Viel Tamtam um nix. So sehen Kritiker das neue Gesetz gegen Hasspostings im Netz. Damit einen schönen Donnerstagabend. Wir haben es ja gerade bei den Kollegen von Impuls24 News gehört. Ein neues Gesetz soll ja Hasspostings in Zukunft verbieten. Aber Google und Co. sind diese neuen Richtlinien angeblich wurscht. Nur die heimischen Startups, die könnten deshalb sogar zusperren. Das große Problem bei dem Gesetz ist, man hat halt wirklich versucht, mit der Schrotflinte auf Google zu zielen und dabei aber das halbe Internet erwischt. Das neue Gesetz zu Hass im Netz ist fertig und wird aktuell mit diesen Worten von Justizministerin Alma Sadic vorgestellt. Um die Gesprächskultur auch wieder ins Internet zurückzugewinnen und hier einen Riegel vor Hass und Hetze zu schieben, haben wir uns auch entschlossen, hier umfassende Maßnahmen zu setzen. Heißt, unsoziales Handeln in und von sozialen Netzwerken soll durch das neue Gesetzespaket künftig abgestraft werden. Doch schon jetzt, noch vor dessen offiziellem Inkrafttreten, werden dazu auch kritische Stimmen laut. Thomas Lohninger ist Geschäftsführer eines gemeinnützigen Vereins, der sich mit Datenschutz und Grundrechten im Internet beschäftigt. Er hat sich das Paket genauer angesehen. Seine größte Kritik gilt der breiten Definition von Strafen, die kleine Startups und Giganten wie Google und Facebook gleich behandelt. Regeln, die für Google und Facebook greifen und hart genug sind, die werden viele andere Firmen einfach aus dem Markt drängen. Das heißt, eigentlich ist die Gefahr, dass man den Großen dabei sogar hilft, ihre Marktposition zu stärken. Der Netzexperte befürchtet die Verdrängung von kleineren Plattformen. Dadurch könnten Facebook und Co. dann noch einfacher den Ton im Netz angeben. Außerdem sieht er noch ein weiteres Problem bei dem Gesetzesentwurf. Einer unserer weiteren Kritikpunkte an dem Gesetz ist, dass jetzt nicht mehr ein Gericht darüber entscheidet, ob ein Inhalt illegal oder legal ist, also auch darüber, wo die Meinungsfreiheit endet, sondern dass es in den ersten Schritten hauptsächlich die Plattform ist und dann am Ende vielleicht nur eine Schlichtungsstelle bei einer Regulierungsbehörde, die sich das anschaut. Und diese Regulierungsbehörde kann sogar Strafen für die Plattform verhängen. Und zu keinem Zeitpunkt hat da ein Richter drüber geschaut. Es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass diese globalen Internetkonzerne noch mehr Macht darüber bekommen, wie unser Diskurs online ausgestaltet ist. Neben derlei Kritik bewerten andere Experten die neue Transparenzpflicht für Plattformen aber durchwegs positiv. Zum allerersten Mal werden diese aufgefordert, ihre Nutzer vierteljährlich darüber zu informieren, wie viele Fälle von mutmaßlich illegalen Inhalten eingelangt sind, wie Prozesse ablaufen und vieles mehr. Bei einem ist man sich allerdings übergreifend einig. Hass darf im Netz keinen Platz haben. Das letzte Wort hat hier aber die EU. In 3 Monaten wird entschieden, ob der aktuelle Entwurf zugelassen wird. Und überhaupt, so viele Experten müssten in der Hinsicht ohnehin EU-weit an einem Strang ziehen, damit Hass im Netz entsprechend gefahndet werden kann. Jeder von uns war schon mal von Hass und Gewalt im Netz betroffen. Justizministerin und selbst vielfaches Opfer von Hass im Netz Alma Sadic sitzt morgen früh dazu übrigens in Kaffeepuls auf der Frühstücks-TV-Couch.